Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Wir haben auf dem Turm in der Stadt letztes Mal ein Überleben gefunden, aber als wir nach unten kamen, hat uns ein Teil der Armee, der Dredge, ist quasi auf uns aufmerksam geworden. Den wollen wir jetzt bekämpfen mit unserer stark verwundeten Armee. Ich nehme den Eirik mal mit rein. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Wir sind im leichten Vorteil, das heißt aber nicht unbedingt, dass der Kampf leicht wird. Es sieht auf jeden Fall schon mal echt hart aus, vor allen Dingen drei Beschwörer. Aber was sind die? Ach ne, da das Zeichen heißt Injured. Ja, zahlenmäßig einer mehr. Aber von den Stats her schon ziemlich. Naja, gut, okay. Kommt Menschen zurück. Wahl gebündelt nach vorne. Und die Kriegerwahl lassen wir mit einem Abstand an die Seite. Oder sogar noch einen zurück. Komm, machen wir so. So eine Formation. Das müsste ja eigentlich gut funktionieren. Und fertig. Warum hat er so viel Inni? Der ist sogar hier im Kampf unsympathisch. Ich lasse dich jetzt erstmal kommen. Und geht hier mal einen Schritt nach vorne. Mogga muss diesmal mal ein bisschen mehr beweisen, was er kann. Und auch, wie weit kommen wir? Da könnte ich auch noch mal einen. Geben wir einen mit. Die tänzeln da auch nur so rum. Er hat noch mehr Rüstung, mehr Leben. Na, man merkt, mit der Zeit werden wir ein bisschen vorsichtiger. Sie schicken auch ihren Tank. Moral ist immer noch gut. So, und da beginnt die zweite Runde. Oh, jetzt könnte ich ihm fast eine verpassen. Ich will eigentlich noch nicht. Dann habe ich hier nämlich direkt auf volle Breitseite. Gerade wie viel Schildmagen. Der Arakon macht auch noch richtig viel Schildschaden. Da kommt. Oder ein Thundering Impact. Was genau macht er das nochmal? Plus einen Stärke Break. Plus ein Stärkung Break zu Heavy Impact. Heavy Impact ist nur eher von betroffen. Dann mache ich erstmal einen einfachen. Das kriegt er dann ab. Und wenn sie sich da jetzt rumrummeln, gleich, dann hauen wir richtig drauf. So, mit Marker von der Seite. Break the Target. Ja. Und wer immer ihn haust, kriegt jetzt einen extra Return the Favor. Zack. Und hier wunderschön für uns schon vorbereitet. Ein Tempestschlag. Im Uhrzeigersinn können wir hier unseren Typ noch mitnehmen, wollen wir aber gar nicht. Wobei, die haben noch sehr viel Rüstung. Das bringt schadenstechnisch echt wenig jetzt. Aber immerhin kriegt er noch einen Heavy Impact mit dabei. Oi. Er mag die Rüstung seiner Verbündeten nicht so. Was war seine Spezialfähigkeit? Durchschubsen. Durchschubsen ist gut. Das machen wir. Erstmal steht er nämlich jetzt daneben. Und du gehst am besten dahin. Sehr schön. Jetzt nur nicht. Ah, schade. Hat glatt auf Stärke gehauen. Der komische Type. Da können wir gleich noch hin. Ich hau hier noch mal seine Rüstung ein bisschen runter. Ja, genau, das war sehr gut. Ah! Der Fiese, jetzt müssen wir den holen. Ich komme mit Hakon, glaube ich, nicht ran.
Da komme ich mit der Kraft nicht rechtzeitig dran, oder? Nur mit Willenskraft. Krieg ich den denn? Krieg ich aber auch mit einem normalen Schlag tot. Schade, ich hätte ja gern hier das ganze Grüppchen mit den Thundering Impact da, aber naja, egal. Jetzt hauen wir eben unseren Boss. Den Boss hauen ist nicht gut. So, du, mein Freund, du hast noch ziemlich viel Rüstung. Da müssen wir das Gegenteil daneben. Hat er sich wohl auch gedacht, aber kriegt direkt das Doppel erstmal zurück. So, müssen wir hier mal einmal nochmal hauen. Den hauen wir in einer Runde weg. Boah, ich Wahl, ich Axt. Der Bersi, ah, der war mir auch schon in dem Gespräch sympathisch, nur sein Arbeitgeber halt nicht. So, ihn hätte ich jetzt gerne noch ausgeschaltet. Drehe natürlich nicht ganz hin. Aber ich kriege ihn so weit, dass er in der nächsten Runde beschwört. Darf nur nicht zu weit weggehen. Okay, das passt. So, ich glaube. Nur mal sicher gehen oder erstmal ihn hier. Den mache ich gleich mit Hakon. Nicht den Zug beenden. Vernichte dieses Rüstungsvieh. So. 5 ist aber auch schon echt viel. Der Eil ist echt schon gut. Mit dem kann man was anfangen. Naja. Zumindest mit dem Menschen kann man was anfangen. Lodin. Hey, jetzt hau nicht immer ihn hier. Er ist ganz lieb und hat euch gar nichts getan. So, Beschwörer sind ausgeschaltet. Damit sollte der Kampf hier ohne Verluste schaffbar sein. Weil Hakon echt ab dran ist. Keiner macht sich Mühe, ihm seine Rüstung mal zu schlagen. Hi, ich bin Wahl und ich mach zu wenig. Zu wenig. Gehen wir dann noch auf die Rüstung. 3 Punkte sind nicht viel, aber der andere verliert wenigstens auch noch einen. Ich muss den da rausholen, glaube ich. Er haut für 8. Ne, da lass lieber die Menschen ran. Gehen wir nochmal auf die Rüstung. Und Luni darf vielleicht auch nochmal einen Todesstoß machen. Wobei 9 schafft er, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Weil er verwundet ist, schafft er keinen. Nur 3. Ach so, hätte er die 9 nicht ganz geschafft. So, jetzt ist aber gut hier. Deflected. Ah, jetzt habe ich hier einfach alles drauf. Wobei. Naja, ich möchte den zweiten Kampf, glaube ich, gar nicht machen. Bin froh, wenn wir uns mal erholen können hier. Natürlich immer Erfahrungspunkte, dass jeder verloren geht. Wir sind doch etwas mitgenommen jetzt. Na, wobei. Es geht. Ich würde mich fast trauen, da noch welche zu töten. 4 weitere. Sehe ich richtig, naja. 2 Wildkraft dazu. Die nehmen wir mit. Muss man nur aufpassen, dass er hier nicht so viel Schaden kriegt und nochmal so richtig schön die Rüstung kaputt hauen kann. Und er darf. Ach nein, genau, das war eigentlich jetzt richtig mies. Ludin ein bisschen die Schusslinie holen. Mann, das ärgert uns.
Mit dem 15 Schaden und dem Grubschlag hier. Das hätte richtig schön gepasst. Der arme, arme, arme. Oh, ist er nicht arm. Ich glaube, so ganz ohne Verletzung kriege ich es nicht hin. Oh, das bringt, das bringt ja gar nichts. Jetzt kann ich mit dem nirgends dran. Nee, ne? Wird er uns ja gleich mal einspringen? Könnte wir ihm Willpower geben. Hat er das auch mal benutzt? Jetzt haut doch nicht alle ihn. Ach Mensch. Oh ja, ja, ich glaube, die Idee war doch nicht so super. Das bringt jetzt natürlich volle Kanne. Tja, ich glaube, ich habe mich hier verkalkuliert. Das wird noch ein richtiges Gemetzel. Und keins von diesen positiv. Ich hätte vielleicht ihn selber hier willkommen, wenn das gehen würde. Aber das geht wohl nicht. Zumindest hat er keine Rüstung mehr. Eigentlich nur noch einen so richtig harten Gegner. Dem verpasse ich jetzt hier einen, dann muss Harko mal den Rest schaffen. Ah, ich hätte gern Willenskraft mit ihm. Das reicht nicht. Tatsächlich nur noch so richtig der gefährlich. Ausschalten, bevor jemand Neues beschwört. Der steht da sehr gut. Oh ne, zu wenig Schaden für einen. Das kriege ich doch nie runter. Das wird nichts, das wird nichts. Komm auf die Rüstung, genau, gut. Auf die Rüstung, nein. Schade. Hätte ich es mal nicht gemacht. Da kriegen wir auf die Mütze. Können wir nicht zurückziehen? Nee, ne? Tja, dann nehme ich dich noch mit. Komm, Crit, alles tot. Schade, schade. 192 Walls verloren. Eieiei. Als wir sterben, sind unsere letzten Gedanken wie Tausende von Dredge in Richtung Richhorn marschieren. Eine Invasion? Ein neuer Krieg? Wird die Geschichte diesen Moment als Anfang vom Ende in Erinnerung behalten? Wir werden es niemals herausfinden.
Ja, damit würde ich sagen, kehren wir zum letzten Checkpoint zurück und ich glaube, die Episode wird dann ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger oder ich mache einfach zwei aus den folgenden Minuten. Ja, oh, wir müssen die ganze Turmschlacht nochmal machen. Gehen wir die nochmal vernünftig an. Mit den richtigen Leuten zumindestens. Dann machen wir das einfach nochmal. Ich die erste ja nochmal machen eben. Bisschen koordinierter, vielleicht holen wir noch was raus. Gucken wir mal, was hier so geht. Diesmal dann. Alle auf einer Seite war auch nicht besser. Ich würde fast sagen, gleich teilen. Hier brauche ich auf jeden Fall jemanden, der schubsen kann. Der Mensch. Und da passen immer nur zwei nebeneinander. Ich lasse ihn nicht da, ne. Das war morgen nochmal mit nach da und machen wir das so. Ich kriege die ja nicht durch, das ist einfach zu eng, das ist das Doofe. Ich versuch's mal so und dann vornherein etwas. Na gut, wenn ich dahin ziehe, kriege ich ihn tatsächlich nirgendwo hin. Schauen wir mal, ob das jetzt besser klappt. Das war der Taunter, ne? Ja. Na, da ziehe ich gleich mit ihm einfach flötz da rein. Machen wir genauso wie gerade. Ich komme hier schon mal nach da. Hakon lässt sich von vornherein hier voll durch ein. Obwohl. Na komm, ich mache hier mal am besten ein bisschen Luft am Anfang. Den lasse ich mal auch nochmal da. Versuchen wir jetzt mal wieder die Leute ein bisschen runterzuhauen. Ja, genau das ist nämlich hier das Problem. Jetzt hängt der nämlich hier fest. Miese Map. Ganz fiese, böse Map. Aber dann sind die fast aus, also gut auszuschalten. So, ja. Diesmal nicht so zimperlich am Anfang mit der Willenskraft. Außer bei ihm, da möchte ich glaube ich ein bisschen mehr Impalen noch. Aber ich nehme ihn trotzdem aus dem Laufweg. Aber ich glaube, mit mehr dran komme ich trotzdem nicht. Es wäre schön, wenn man einfach so ein bisschen warten könnte. Dass man die Initiative so ein bisschen anpassen könnte. Das ist mir schon öfter aufgefallen, das wäre. Ach komm, nehmen wir raus. Ach, bevor wir gar nichts machen, steht ja nur im Weg rum hier. Hey, und hinterher Dackel. Da lassen wir zwei frei. Dann kann er den gleich töten. Außer da kommt einer dazu. So, dann wenn ich mit dem noch da ziehe, habe ich vielleicht Chance. Die Willenskraft draußen ist ja auch erledigt. Von ihm versuche ich einfach mal von hinten ran. So. Das passt doch zu Ludin. Von hinten ran ist bestimmt seine Spezialität. Jetzt komme ich nicht dran. Jetzt wäre ich fast in Reichweite. Oh ne. Stopp, stopp, stopp. Das bietet sich doch zu sehr an hier. Oder? Das lohnt sich nicht, ne? Ne, das lohnt sich nicht. Dann machen wir lieber ein bisschen Platz. Hauen den dann nochmal normal.
So ein Thundering Impact hier wäre schön. Aber wenn ich Glück habe, mit ihm komme ich nicht ganz rum, außer da geht noch einer nach vorne. Ah, so geht's auch. Das müsste doch klappen mit... Ah, nee, nein. Mensch, der zählt doch. Sei doch nicht immer so pingelig. Nehmen wir halt die beiden. Kriegen jemand auch ein bisschen Schaden noch dazu. Aber ich würde mal sagen, er kann die Erfahrungspunkte ganz gut gebrauchen hier. War sogar gut geschätzt. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nur. Schon wieder Morgan im Kopf mit dem. Aber ich glaube, er war es gar nicht. Aber ganz schön, wenn wir diesmal keinen verlieren hier. Kann jetzt zwar, der kann ihn nur einen benutzen. Der rennt hier schön hinterher. Jetzt lass Hakon in Ruhe. Das ist doch nicht das, was ich wollte. Was war das gerade? Rüstungsbrechen. Geräusch. Nee, die wollen doch jetzt nicht hier unseren Hakon hauen. Da bin ich aber ganz stark gegen. Der muss gleich da weg. Ja, du kannst mal einmal rasten. Nein. Oh Mann. Der hat Gott sei Dank auch so viel Rüstung. Die machen alle nur einen Schaden. Den können wir noch rein. Also dieses Impale ist echt keine schlechte Fähigkeit. Gerade gegen die. Weil die immer noch ein bisschen laufen. Vier Schaden für ignorieren die Rüstung einfach. So, jetzt kann ich mit dem eigentlich nicht viel machen. Aber wenn ich jetzt nach vorne ziehe, komme ich mit ihm nicht mehr weg. Wie viel kann der benutzen? Zwei. Das ist hier das weiteste, was geht. Aber ich glaube, die können trotzdem noch schießen. Die laufen einfach, bis sie es können. Ja, fiesen. Kleinen. Dredge-Typis. Ja, insgesamt immer noch weniger Verluste als letztes Mal. Trotzdem ärgerlich. Weil gerade Hakon, den können wir immer so gut gebrauchen. Ich glaube, wir konnten auch gar nicht leveln letztes Mal, ne? Oder konnte man zwischendurch Erfahrung... Ne, ich konnte... Doch, Erfahrungsmodell verteilen konnten wir nicht. So, der läuft noch ein bisschen. Sehr schön. Große Bedrohung hier jetzt noch. Kriegt Mogga wieder seinen Kill, obwohl er kommt da wieder nicht mehr. Ah, einen Schadenspunkt wird er wohl schaffen. Ja, guck. Perfekt. Hab ich den letzten noch Bersi krieg? Aber ich nehme einfach der erste, den krieg ich diesmal. Komm, Luding. Weil er diesmal nicht so nutzlos war. Kriegt er auch noch einen. Ha, reicht sogar zum Promote. Ja, die ganzen Promotions. Aber wir durchsuchen wieder. Und es geht direkt weiter. Ach, ich hätte einen Break machen sollen. Ich kann hier doch keins machen. Müssen wir jetzt nochmal schaffen, den Kampf. Hakon raus, Eirik rein. Wird es eine ziemlich lange Folge. Ich hoffe, ich stört euch nicht, aber ich will nicht jetzt nochmal den Kampf mit in die nächste nehmen. Moment, irgendwas anders. Nur ein Beschwörer und dafür normale Leute. Okay. Nehmen wir. Sieht besser aus. Also die Kämpfe scheinen teilweise tatsächlich zufällig zu sein. Warum war jetzt direkt Pillage?
Ja, das war bestimmt falsch. So, Rest. Moral ist gut. Nach vorne. Mogadak diesmal beweisen wäre es. Den Bonuskampf lasse ich dann jetzt aber mal aus. Ich denke, mehr als 188 Wahl wird uns das eh nicht kosten. So, wollen wir hier direkt schon mit einer Battlingram den wegkicken? Nee, ne? Bringt eigentlich nicht viel. Versuchen wir lieber hier ein bisschen. Jetzt verkloppt die doch mal. Ich möchte nicht der Erste sein, der draufhaut. Ihr sollt die Schildbangers hauen. Das kostet euch Rüstung. Der Taunter. Schade, dass dieses Mel ist, nur beleidigt. Sonst nichts tut. Ich könnte jetzt allen außerdem dann Punkt Rüstung Better Bring the Pain. Ich glaube, da lohnt sich fast mehr, damit drauf zu hauen. Oh, ehrlich? Schade, ich dachte, über Kreuz geht auch. Mist, jetzt hätte sich das andere doch mehr gelohnt. Aber die machen den ziemlich Schaden. Das war so gar nicht geplant. Na, endlich mal ein Deflekt. Haben wir ein bisschen Pech jetzt gehabt auch. Komm mit ihm wieder nirgendwo dran hier. So. Volle Kanne. Da gerade wieder einen Turn geskippt. Den Payloader draufhauen. Der wird sich eher weniger bewegen, ne? Ich glaube, ich würde den Schaden mal eben gerne ein bisschen drücken. Weil echt viel. Also so viel leichter wird der Kampf auf jeden Fall nicht. Ganz im Gegenteil. Ich befürchte sogar, dass wir gleich schon unsere ganzen Tanks verbraucht haben und noch gar nicht viel Schaden gemacht. Soll mich aber gerade, glaube ich, gar nicht so stören. Aufgrund der langen Aufnahme mache ich hier aber mal schnell einen Cut. Bis zum nächsten Mal, euer Schumpf.